So, willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon, würde ich schon wieder sagen. Legend of Grimrock 2. Ich freue mich riesig. Wir haben so viel erreicht, wir haben so viel geschafft, wir haben so viel hinter uns gelassen, verdammter Mist. Dass wir jetzt auch den Rest noch einmal erkunden können, gucken können, ob wir noch irgendwas Schönes finden. Eventuell noch ein paar Schildkröten mitnehmen. Hier war nichts hinter. Ja, Schildkröten. Wir gehen jetzt auf Schildkrötenjagd. Immerhin brauchen wir noch mehr zu essen. Das Essen hat sich wieder dezimiert bei uns. Ziemlich stark dezimiert, dafür, dass wir so viele Schildkröten getötet haben. Eben auch gerade hinter dem Sewer ging ja doch noch ein Weg raus zum Strand. Selbst der hatte sich erledigt. Wo geht's lang? Da? Achso, und da müssen wir hinten rum. Na gut. Ging das hier durch? Ja. Sieht gut aus. Schildis, kommt raus aus eurem Versteck. Ich hab Hunger. Wir haben Hunger. Daneben gehauen. Wie kann denn sowas passieren? Mensch, Jason. Ist hier noch eine Schildi? Wohl nicht. Hier war unser Anfangskäfig. Wir können uns ja wieder wegschiffen lassen. Ich will hier raus. Süß. Ich will von der Insel wieder runter. Das ist ja eigentlich der Grund, weswegen wir hier über die Insel watscheln. Nicht um die mächtigsten Menschen der Welt zu werden und irgendwelchen Leuten in den Arsch zu treten, sondern vielmehr, weil wir hier wieder weg wollen. Und das ist gar nicht so leicht. Wie man merkt, wenn wir erst alle Elemente sammeln müssen, dann den großen Bösewicht dieser Insel töten sollen. Das kann alles noch eine ganz schöne Weile dauern. Obwohl wir so viele Gems haben, dass wir fast durch sind. Und darauf können wir sehr, sehr stolz sein. In jeder Hinsicht. Gut, wo waren wir denn bisher noch nicht? Hier waren wir überall. Dann sind wir zum Forgotten River. Und da müssen wir noch rüber. Ich habe irgendwas gehört. Du! Bane! Und tschüss. Gibt auch wieder Erfahrungspunkte. Haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. Gut, mit dem Poison of Resurrection haben wir jetzt wirklich alles gelernt. Wir haben Alchemie auf die höchste Stufe gebracht. Danke. Sind so nett, diese Äste. Die geben uns alle Erfahrungspunkte. Ach, ich glaube, die Insel liebt mich. Mittlerweile komme ich richtig gut mit der Situation klar, dass wir hier überall überfallen werden. Da müssen wir oben rum. Genau, geradeaus. Dann sind wir wieder beim Forgotten River. Ja, und hier sind wir neulich abgehauen. Wegen den ganzen komischen Viechern. And with a keen eye and a sharp aim, they entered. Ach so, da musste ich wieder irgendwo hinschmeißen. Oder hinschießen. Versuchen wir es. Also, das raus, das auch. Ich weiß nicht mal, wohin ich schießen soll. Von hier aus vielleicht? Vielleicht sollen wir das Teil auch abschießen? Wohl nicht. Ich komme nicht rein. Speicher mal. Ich würde mich gerne unten umgucken und nicht nur Kräuter mitnehmen, sondern auch den Rest, den wir hier mal haben fallen lassen.
Tränke. Und das war's. Jetzt eine Leiter finden. Ein Fisch. Eine Leiter finden. Bitte. Das auch noch. Ich finde keine Leiter. Hier ist eine Leiter. Schlafen. Oh, der Gem. Dankeschön. Damit haben wir den vierten. Oh, sehr nice. Zu freundlich. Und trotzdem würde ich gerne weitergehen. Da kommen wir wieder hoch. Das kommt erstmal wieder in den Sack rein. Guck mal, die haben sich schon vermehrt. Wie schön. Ja, weil sie jetzt Platz haben. Kugeln kommen erstmal zu dir, solange bis wir unsere große Kanone haben. Ich kann dich nicht bekämpfen unter Wasser. So, Fische geangelt. Die kommen mal zu Baal. Eins und zwei. Hier waren wir schon, hier gibt's nichts. Müssen wir mal weiter angeln. Okay. Ey, wenn wir die Schildkröten erstmal unter Wasser killen können, ne, dann ist alles gut. Sleet Island, Wickwood Forest, Killbridge, Bog. In the south. Also da. Vielleicht müssen wir dafür da hinten unter der Brücke durch. Das kann natürlich sein. Wir versuchen es einfach mal. Speichern. Plumps. Jetzt wieder eine Leiter nach oben finden. Okay, geschafft. Irgendwas habe ich runtergelassen. Ich weiß bloß nicht wo. Gibt es da hinten noch eine Leiter? Nee. Aber wir könnten außen rum. Vielleicht ist das da runtergegangen. Aber das glaube ich nicht. Nein, hier muss irgendwas anderes runtergegangen sein. Moin, Schildi. Oh, angeln. Gut, hier sind wir wieder beim Kristall. Okay, und wir sind wieder oben. Dann gehen wir mal außen rum. So, du hast wieder ganz viele Fische. Damit ist unser Nahrungsmittelvorrat wenigstens etwas besänftigt. Wir gucken weiter. Wir brauchen auch noch die Schreine. Wir haben noch nicht alle Schreine gefunden. The Cage. Wollen wir in den Cage gehen? Wir saven das Game und gehen in den Cage. Dann haben wir den nämlich auch schon hinter uns. Hinter uns ist auch jemand. Ja. Aber die sind locker weg. Locker flockig. Na siehste. Geht doch. Messer, Brot. Dafür brauchen wir einen Goldschlüssel. Um an Tränke einen Bogen und Dietriche zu kommen,
Ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Hier ist noch ein Goldschlüssel. Für eine Kugel und so weiter. Und das ist der Paladinskäfig. Für Schwerter und einen Trank. Ich glaube, da würde ich lieber die Kugel haben wollen. Conjurer's Cage. Ich habe keine Goldschlüssel. Ach, Dreck. Gut, gehen wir wieder. Oh, hier liegt einer. Den haben wir wahrscheinlich dafür bekommen, dass wir den einen besiegt haben. Na dann. Dankeschön. Orb of Radiance. Außerdem Archmage's Mantle. Und Energy Potion. Oh, was seid ihr denn? Ratten? Nicht mehr. Der Archmage-Mantel. Protection plus 3, Willpower plus 1, Resist All plus 10. Energy Regeneration plus 20 kann dann weg. Ach so, das ist eine Hose. Das ist ja noch besser. Hast du schon eine ordentliche Hose? Ja, hast du. Weg damit. Wie sieht's mit dir aus, Jason? Auch du hast Protection plus 4. Ja, nee, das hat sich gelohnt. Absolutely. Energy plus 15, Concentration plus 1 wird benötigt. Light, Special Attack. Energy Cost 25. Requires Concentration 1. Ah ja, damit machst du Licht. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber wir haben den Orb auf jeden Fall bekommen und vor allem auch die Archmage-Hose bekommen. Geile Sache. Snake Charmer's Cage. Was ist das? Ein Armband, das aussieht wie eine Schlange. Vielleicht irgendwann, wenn wir einen neuen Schlüssel finden. Gut, dann haben wir The Cage auch gesehen. Nehmen noch die Pflanze mit. Die wir auch gleich zu den anderen packen, die sich auch schon wieder vermehrt haben. Sehr schön. Gerade von dem Falkenkraut, haben wir sehr, sehr viel. Okay, das war's fürs Erste für den Cage. Ich will nicht schlafen. Das nehmen wir auch noch mit. So. Immer schön verstauen. Ach, und hier kamen wir nicht weiter. Ja, ich erinnere mich. Klopf, klopf. Also die Tür ist auch nicht aufgegangen. Die Frage ist, welche ist aufgegangen, als wir den Schalter gedrückt haben? Und es klingelt. Ich bin gleich wieder da.